So, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Diablo 4. Der Typ hier hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Wurde ganz schön malträtiert. Dient eigentlich der, ich sag's mal, guten Seite und wurde, naja, für, ja, in meinen Augen überschaubare Verfehlungen hiermit belohnt. Das ist wohl die Form der Beförderung. Sei es drum, wir gehen mal direkt weiter. Ich glaube, wir waren sogar hier noch gar nicht ganz fertig. Hoppala, das war ich. Gib mir den Schlüssel zur Hölle. Ich werde nicht erneut darum bitten. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum. Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. Okay, ich muss für ganz kurz raustappen. Das wird jetzt ein bisschen laggen. Kann mal kurz was nachgucken. Ja, okay. Ich habe mir gerade nicht sicher, ob die Aufnahme läuft, ehrlich gesagt, deswegen wollte ich das gerade mal kurz checken. Aber passt, läuft. So ruhig. Wo ist sie? Ist er das? Ist das Adler? Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen. Rat mal. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Jo, damit hat sie den Schlüssel wohl bekommen. Ich wundere mich ein bisschen, warum der hier so verbrannt ist. War jetzt hier in dem Video eigentlich nicht. Naja. Das sieht sehr aus wie Diablo, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Nicht ganz, das trifft es nicht ganz, aber ein wenig. Okay. Dann porten wir uns tatsächlich aber nach Kyovashad erstmal zurück. Weil wir haben tatsächlich ein bisschen was zu craften. Ein bisschen Crap verkaufen. Wir sind noch kein einziges Mal gestorben, muss ich nur so nebenbei anmerken. Würde mich auch fast ein bisschen belasten, wenn das auf Feldstufe 1 passiert, aber es kann gut sein. Irgendwann ist immer das erste Mal auf der Stufe. Widerstand gegen Schatten. Das Typ ist Kälte.
Kälte. Ich habe nicht wirklich Kälteschaden dabei. Ich nehme es mal mit für wenige Rüstung hauptsächlich. Ansonsten hat es keinen großen Impact. Den Rest machen wir jetzt mal platt hier. Okay. Dann gehen wir direkt mal. Hier runter, denn wir müssen ein paar Tränke wieder herstellen. Wir erinnern uns an den 5% EP-Bonus. Den wollen wir behalten. Wir können 3 Stück herstellen. Die stellen wir auch einfach her. Herstellen. Genug Gold dafür haben wir. Können wir uns leisten. Level 20 müssen wir uns merken, dann können wir den Trank wieder aufwerten. Oh, warte mal. Jetzt ist das Symbolwerk bei dem Stallmeister. Kann ich jetzt ein Pferd kaufen? Was ist denn mit dem los? Ja. Gut. Es ist halt auch noch Early Access. Ja, also ich glaube, so die ein oder anderen Bugs können und dürfen mit Sicherheit noch auftreten. Aber es ist halt immer wieder faszinierend, wie man halt das dann beobachtet. In einem 70-Euro Vollpreistitel. Beziehungsweise ab höheren Editionen mehr. Gut, aber auch das ist das wirklich heulend auf hohem Niveau, also alles gut. Lasst euer Tier hier. Nee, okay. Ich muss tatsächlich diese Quest abschließen. Okay, gut, dann verstanden. Ich würde sagen, wir porten uns direkt hier nach unten und machen direkt hier in diesem Questbereich weiter. Nach hier Lessner, glaube ich, so heißt der Punkt hier, ne? Oder? Ja, hier Lessner, okay. So. Versuchen wir doch diesmal gleich richtig zu laufen. Ich weiß nicht, ob es euch gerade aufgefallen ist, aber in der Stadt war schon der erste Spieler Level 44. Was ich sehr beachtlich finde, wenn man bedenkt, dass das Spiel noch keine 24 Stunden online ist. Zumindest für die Vorbesteller. Also der wird nicht zu viel Schlaf bekommen sein. Und das mit dem Pfeilhagel ist ziemlich nice, würde ich gerade mal so angemerkt haben. Dieser zusätzliche AOE-Effekt, der ist ziemlich nice. Ich meine, zwar nur 10% Kochchance, aber das Ding kommt ja ständig runter. Vor allem, wovon sind denn diese 10% abhängig? Ja, haben wir eine Chance? Ein Fall habe ich so. Das ist okay. Na gut, dann sind das die beiden, die das auslösen. Also mit jedem Klick sozusagen, eine 10%ige Chance, dass es auslöst. Das ist gar nicht so selten. Wenn man bedenkt, dass das hier eigentlich mein Ressourcenspender ist und das hier mein Verbraucher. Und hockt das mit 10% tatsächlich ziemlich häufig. Quasi in jedem Fight, ja. So, da sind wir. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Ratmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Mirel. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei.
Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radmar zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. Sollele. Oh, nochmal. Ein normaler Ring, sag ich mal. Ein gelber Ring. Maximale Energie, Widerstand, Kälte, Feuer. Schaden des Gifts, des Typs Gift. Plus 3 Energie, plus 4 Max Energie. Und Crit, der gefällt mir fast ein bisschen besser. Hä? Das ist der Damage wieder 153. Wovon ist das abhängig? Gerade eben war es noch 81, jetzt sind wir wieder 153. Das habe ich noch nicht gerafft tatsächlich, warum das einmal runtergeht, weil skaliert werden wir ja nicht. Also nicht nach unten jedenfalls. Strange. Okay, muss schon im Auge behalten. Oder vielleicht wisst ihr das ja genau, warum das hier gerade skaliert hat und eben noch 81 da stand. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt bei dem Punkt. So, wir sind jetzt eigentlich an einem ziemlich interessanten Punkt angekommen, weil bis hierher, und abgesehen von dem Part hier oben, konnte man in der Beta nicht weiterspielen. Also die Story war quasi hier beendet mit Level 14, 15 und hat dann quasi die restlichen Level dann mit den Sidequests hier gemacht an dem Gebiet. Bis in der ersten Beta bis Level 25, in der zweiten Beta bis Level 20. Das heißt, übersetzt, egal in welche Richtung ich jetzt gehe, alles ist neu für mich. Und das ist ziemlich cool. Jetzt weiß ich noch nicht, wahrscheinlich, ich werde hier, glaube ich, weitermachen. Also alles um diesen ehemaligen Horadrim namens Donen werde ich, glaube ich, weiterverfolgen. Weil der mir das Pferd ja irgendwann ermöglicht ab einer gewissen Quest. Deswegen machen wir das mal weiter. Also mein persönlicher Hype-Train reißt ehrlich gesagt nicht ab. Bis jetzt macht das Spiel alles, was es tun soll. Die Story ist super, das Spielgefühl ist Wahnsinn. Also ich bin immer noch ziemlich geflasht davon. Am liebsten, ich ertappe mich ganz oft dabei, wo ich am liebsten nach links und rechts ausbrechen möchte und noch mir die anderen Gebiete angucken, also die anderen Sachen angucken möchte. Es fordert einen gewissen Grad, wie soll ich sagen, einen gewissen Grad der Konzentration, dem nicht nachzugeben. Aber das machen wir alles zum späteren Zeitpunkt. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, Level 36, hi. Okay. Was bist du? Okay. Da durchlaufen wir mal diese kleine City mal. Ich könnte ja mal zur Garderobe gehen, ne? Also mir gefällt einfach... Naja, gut, es ist ein bisschen... Wenn das ein bisschen dunkler rot wäre, dann wäre das passender zum Outfit. Dieses extreme Rot nervt mich ein bisschen. Guck mal, da ist sogar ein Schrank. Wir bauen das jetzt mal um. Wir machen die jetzt mal ein bisschen schicker. So viel Zeit muss sein. Wir haben bisher diese Zeit noch gar nicht investiert. So. Wir können auch tatsächlich diese hier nehmen. Die sieht ein bisschen zerrupfter aus. Passt ein bisschen besser zum gesamten Ding.
Ja, so in der Farbe. So passt. Ja, wunderbar. Okay, Job done. Aussehen bestätigen. Fertig. Und schon gefällt es mir besser. 5 Minuten Einsatz. Gut, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Aber so passt es für mich schon. Alles schön matschig und modrig hier. Das kann ich hier nicht tun. Warum eigentlich nicht? Komme ich hier lang? Nee, schade. Da muss ich doch außen rumlaufen. Das ist ja doof. Na gut, was soll's. Nicht in der Stadt. Ich bin doch schon außerhalb, oder? Das zählt noch zur Stadt, das Gebiet? Okay. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Oh wow. Was hat ihr denn? Oh, ein Schlange. Ich hab nicht genug Energie. Oh. Ja, komm, wir helfen dir mal und halten mal die Viecher hier auf. Oh, das war ein bisschen laggy gerade. Das ist zwar nur ein kleines Detail und auch ein bisschen brutal, aber ich finde es tatsächlich auch interessant, dass man halt eben auch die ganzen völlig normalen NPCs hier, beziehungsweise normalen Umgebungsmonster wie Füchse, Hirsche, sonstiges, unschuldiges Monstergetüm auch tatsächlich umbringen kann. Seine Grausamkeit hier auf freien Lauf lassen. Okay. Wir sind da. Soll nach Hinweisen zu Lilith suchen, okay. Und nach solchen Ausschau halten spezifisch. Wie soll das Kampftraining und das Üben mit Puppen mich auf den Kampf gegen Geister vorbereiten? Was, wenn sie mich zu einem machen? Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck halten die Toten länger auf? Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braystark zu besuchen, Wanderer. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Donan schickt mich. Ha, immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war.
Ah. Das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Erida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut diesem Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ist das nicht der Sohn? Achtet darauf, was im Nebel lauert. Und kehrt schnellstmöglich zurück. Donan macht mich einen Kopf kürzer, sollte euch etwas zustoßen. Ist das nicht der Sohn von Donan? Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Dann bin ich mal gespannt, ob meine Theorie passt. Dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Okay, ich bin gespannt, wie das tatsächlich weitergeht. Wir werden die Quest dann gleich angehen. Aber für den Moment soll es für diesen Part schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Ich hoffe, ihr schaut euch die nächsten Parts auch an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.